Dies ist die Geschichte von zwei alten Städten und den Bäumen, die deren Schicksal bestimmten. 3000 vor Christus war Uruk dichter besiedelt als das heutige New York. Diese übervölkerte Hauptstadt musste deshalb ihr Bewässerungssystem ständig erweitern, um die Bevölkerung zu versorgen. 2500 Jahre später hatte die Stadt Anuradhapura in Sri Lanka ein ähnliches Problem. Auch dort wuchs die Bevölkerung ständig, weshalb auch diese Stadt auf ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem angewiesen war. Da Uruk immer größer wurde, fällten die Bauern Bäume, um Platz für mehr Ackerflächen zu schaffen. In Anuradhapura jedoch waren Bäume heilig. Dort wuchs auch ein Ableger der Pappelfeige, jenes Baums, unter dem Buddha die Erleuchtung erlangt haben soll. Religiöse Ehrfurcht verhinderte deren Rodung durch die Bauern und die Stadt pflanzte sogar weitere Bäume. Uruks Erweiterung verlief zunächst erfolgreich. Doch ohne Bäume, die das Wasser filterten, wurde das Bewässerungssystem verseucht. Das verdunstende Wasser hinterließ mineralische Ablagerungen, die den Boden für die Landwirtschaft zu salzig machten. Das Bewässerungssystem von Anuradhapura hingegen funktionierte im Einklang mit dem umliegenden Wald. Die Stadt wurde schließlich doppelt so groß wie Uruk. Und noch bis heute pflegt Anuradhapura einen Baum, der vor über 2000 Jahren gepflanzt wurde. Man mag meinen, die Natur habe keinen Einfluss auf urbane Räume. Dabei sind Bäume ein essentieller Bestandteil gedeihender Städte. Bäume sind wie Schwämme, die abfließendes Regenwasser aufnehmen, bevor es wieder an die Atmosphäre abgegeben wird. Ihr Wurzelnetz schützt vor Schlammlawinen und hilft dem Boden, Wasser zu speichern und Giftstoffe herauszufiltern. Zudem helfen Wurzeln, Überschwemmungen zu verhindern und sie verringern den Bedarf an Regenkanälen und Kläranlagen. Ihre Blätter reinigen die Luft, indem sie Kohlenstoff und Schadstoffe binden. Ein wichtiger Faktor im Kampf gegen den Klimawandel. Der Mensch kennt den Nutzen von Bäumen schon seit Jahrhunderten. Aber Bäume sind nicht nur für die Gesundheit der Infrastruktur einer Stadt wichtig, sondern auch für die der Bürger. In den 1870er Jahren gab es in Manhattan abseits der Parks kaum Bäume. Ohne ihren Schatten absorbierten die Gebäude während der tödlichen Hitzewellen in den Sommern bis zu 9-mal mehr Sonnenstrahlung. Die Hitze und die damals schlechten Hygienebedingungen machten die Stadt zu einer Brutstätte für Krankheiten wie Cholera. Im modernen Hongkong behindern Wolkenkratzer und die unterirdische Infrastruktur das Wachstum von Bäumen. Das trägt zur schlechten Luftqualität in der Stadt bei, die zu Bronchitis und verminderter Lungenfunktion führen kann. Bäume wirken sich auch auf die geistige Gesundheit aus. Untersuchungen zeigen, dass grünes Laub die Aufmerksamkeitsspanne erhöht und den Stresspegel senkt. Auch Krankenhauspatienten erholen sich schneller, wenn sie nicht auf Mauern starren, sondern Bäume sehen. Zum Glück blickt man in vielen Städten ins Grüne. Und das ist kein Zufall. Schon im 18. Jahrhundert erkannten Stadtplaner die Bedeutung von Bäumen in Städten. 1733 gestaltete Oberst James Oglethorpe die Stadt Savannah in Georgia so, dass kein Stadtteil weiter als 2 Minuten Fußweg von einem Park entfernt war. In Kopenhagen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg alle Neubauten entlang von 5 Hauptverkehrsadern angelegt, die von Parks umgeben sind. Das machte die Stadt widerstandsfähiger gegen Umweltbelastungen und Naturkatastrophen. Auch Flora und Fauna profitieren von Bäumen im urbanen Raum. Der Forest Park in Portland etwa bietet zahlreichen einheimischen Pflanzen, 112 Vogelarten und 62 Säugetierarten einen Lebensraum. Aber keine Stadt setzt mehr auf Bäume als Singapur. Seit 1967 hat die Regierung über 1,2 Millionen davon gepflanzt sowie bis zu 50 Meter hohe vertikale Gärten angelegt, sogenannte Supertrees. Diese Stahlgebilde versorgen sich und die Gewächshäuser in der Nähe mit Solarenergie und aufgefangenem Regenwasser. Bäume und Vegetation bedecken derzeit gut 50% der Landfläche Singapurs. Das senkt den Bedarf an Klimaanlagen und fördert emissionsarmen Verkehr. Schätzungen zufolge werden 2050 über 65% der Weltbevölkerung in Städten leben. Stadtplaner können zwar ein umweltfreundliches Fundament legen, aber es ist an den Einwohnern, diese urbanen Wälder zu einem Lebensraum für alle zu machen.
Wir haben die Mittel und das Wissen, um die Welt zu retten. Aber was kommt als nächstes? Unter ed.ted.com/earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst, und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst.